Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag auf die Schnelle. Und zwar möchte ich Ihnen heute etwas vorstellen zum Thema Demenz und Sturz. Ja, das ist ja ein durchaus relativ gut beforschtes Thema. 2/3 aller Menschen mit Demenz stürzen innerhalb eines Jahres. Und wir wissen, dass bisherige Präventionsstrategien, also Kraft- und Balancetrainings, einen relativ mäßigen Effekt haben. Und die Studie, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, die beschreibt sozusagen das Wissen, das man über diese Dinge hat. Also Menschen mit Demenz teilen natürlich mit älteren Menschen viele Risikofaktoren, wie zum Beispiel milieubedingte Faktoren, wie die eigene Wohnung, Teppiche, Treppen, aber auch eben motorische, visuelle Defizite und die Nebenwirkung von Medikamenten. Dennoch ist es so, dass kognitive Einschränkungen im Rahmen der Demenz sich noch einmal recht spezifisch auswirken. Also es kommt dort aufgrund der Medikamente oft zur sogenannten orthostatischen Hypertension. Also man steht auf, es wird einem schwindelig und man fällt. Ja. Dann sitzen Menschen mit Demenz vergleichsweise etwas häufiger und länger. Ne, das beeinträchtigt auch Kraft und Balance. Dann leiden sie oft vermehrt unter Dingen wie Depressivität, Ängsten, aber auch Verhaltensweisen wie Wandern oder Agitiertheit können aufgrund der Demenz Umgebungsrisiken schlechter erkennen, stürzen deswegen häufiger. Ne? Naja, und oft hat man eben doch Rollatoren oder andere Hilfsmittel und da muss man, wenn man mit denen so navigiert, ja, um Sachen herumfahren können und muss so Umgebungsfaktoren berücksichtigen, wie Steigungen, enge Gänge, schlechte Beleuchtung. Und das sind insgesamt Multitasking-Fähigkeiten und die überfordern eben auch, sodass auch hier die Sturzhäufigkeit größer ist. Es sind vor allen Dingen 3 kognitive Funktionen, die von der Demenz beeinträchtigt werden. Das ist einmal die komplexe Aufmerksamkeit auf die Gesamtsituation, die Exekutivfunktion, also zu planen, zu steuern und Risiken einzuschätzen und Kontextgegebenheiten zu berücksichtigen. Und perzeptuell motorische Fähigkeiten, also dass das, was man will, auch durch motorische Abläufe schnell und kompetent quasi in Handlungen übersetzt werden kann. Ja, so, ja, und diese Dinge, die führen dazu, dass Menschen also schneller mal abgelenkt werden, dass sie leicht irritiert sind, dass ihre Verarbeitungsgeschwindigkeit beeinträchtigt ist, aber vor allen Dingen auch die Fähigkeit, das Ganze zu beurteilen, also sich zu sagen, jetzt bleibst du mal lieber einen Moment stehen oder jetzt setz dich mal lieber ein bisschen hin oder du bist schon etwas müde oder erschöpft, also dass man sozusagen das, was man von sich wahrnimmt und das, was von außen wahrnimmt, so beurteilt, dass man da zu angemessenen Handlungssteuerungen kommt. Diese Urteilsfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit, die ist eben sehr stark beeinträchtigt. Man kann also sich und den Kontext immer weniger gut kontrollieren und das führt eben zu einer höheren Sturzwahrscheinlichkeit. Spannend an dieser ganzen Geschichte ist vielleicht nochmal, ja, dass es so eine Wechselseitigkeit zwischen körperlichen Übungen und kognitiven Übungen gibt. Also wir wissen heute, dass körperliche Übungen sich auf verschiedene Hirnbereiche sehr positiv auswirken, vor allen Dingen auf die visospatiale Integration, also dass man quasi das, was man sieht und wahrnimmt, integrieren kann in seine eigenen Handlungsoptionen, ja, und aber auch die präfrontalen Regionen. Da gibt es eben, wenn man sich mehr bewegt, neurotrophische und neuroplastische Auswirkungen, die sich insbesondere auf die Exekutivfunktion, also auf die Planungsfähigkeit positiv auswirken. Das heißt also, nicht pharmakologische Interventionen, ja, wie Gehübungen, aber auch kognitives Training, die wirken sich insgesamt positiv aus. Man kann also von einer wechselseitigen Beziehung sprechen zwischen körperlichen Übungen und kognitiven Übungen. Also so die Menschen kognitive Übungen machen, verbessert das ihre Urteilsfähigkeit und ihre Exekutivfunktionen. Und körperliche Übungen wiederum wirken sich positiv auf die Exekutivfunktionen und die Urteilsfähigkeit aus.
Es gibt also einen Ansatz dazu, kognitive Anstrengungen, wenn man will, mit körperlichen Anstrengungen zu kombinieren in einer Mixtur. Und je besser die Urteilsfähigkeit ist, je besser die kognitive Anregung ist, dazu könnte auch Reminiszenzarbeit gehören, dazu könnte auch Musikarbeit gehören, ja, auch künstlerische Arbeiten, also alles, was im Grunde genommen das Hirn in Schwung bringt und die Diskonnektivität des Hirns wieder ein Stück weit kompensiert. All dies würde letztlich eben auch der Verbesserung der Gehfähigkeit zugutekommen. Deswegen schlagen die Autoren hier vor, dass man kognitive Testverfahren immer auch mit Testungen der Gehfähigkeit verbinden sollte und umgekehrt. Wenn man die Gehfähigkeit testet, sollte man eigentlich auch immer kognitive Funktionen testen. Ja, soweit mal über diese Zusammenhänge. Die werden Ihnen nicht völlig neu sein, aber es ist schon gut, auch begründungsfähig zu werden und zu sagen, ja, warum man bestimmte Maßnahmen so durchführt und in welcher Kombination man das tut. Solche multimodalen Programme, die bewähren sich ja insgesamt sehr gut im Bereich der Demenzarbeit, und dies wäre ein Argument, eben genau die Kombination von körperlichen und kognitiven Trainings durchzuführen. Ja, ich hoffe, das Ganze hat Sie ein bisschen interessiert, und bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal. Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Vielen Dank.